Meine Damen und Herren, hier kommt unser Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zum ersten Let's Play von FIFA 23 Karrieremodus mit FC St. Pauli. Und ja, Freunde, heute waren wir mit einem ganz besonderen Club hier. Mit St. Pauli. Ich hoffe, wir können gute Transfers erzielen, eine nice Saisonstart haben. Und ja, Scout-Bericht, schauen wir mal hier, wie wir uns kaufen können. Schauen wir mal mit denen hier. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie wir uns kaufen sollen. Mir fällt sie keiner ein, spontan. Also wäre ganz wichtig, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, Freunde, wenn wir uns kaufen sollen. Und ja, erstmal simulieren wir so. Kalendersimulation. Ja, ich bin gespannt, wie es bei euch ankommen wird, das Video. Weil St. Pauli ist wirklich ein besonderer Verein. Feier ich. Auf jeden Fall. Obwohl ich HSV-Fan bin. Ich bin HSV-Fan, für alle, die es nicht wissen. Eigentlich hätten wir auch mit HSV eine Karriere machen können, ne? Sind ja auch in der zweiten Liga. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir schon mit St. Pauli angefangen hier. Hoffentlich wird das nice. Achso, wir haben hier gestoppt. Machen wir weiter bis zum ersten Ligaspiel. Ja, Freunde, schreibt in die Kommentare, ob wir mit wem wir Spiele-Update-Videos machen sollen oder Mannschafts-Update-Video machen sollen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr alles in die Kommentare schreiben werdet. Und ja, jetzt beginnen wir das Spiel gleich hier. Einstellung mal schauen, ob es auf Profi ist. Ja, Profi. Nice, so muss es sein. Und ja, können wir direkt in die Partie starten. Teammanagement nochmal nachschauen. Otto. Hartl. Dächer. Okay. Mehr brauchen wir nicht schauen. Drücken wir auf Spielen. Ja, Freunde, schreibt in die Kommentare, was für Videos wir auf den Kanal bringen sollen. Ihr könnt auch kostenlos ein Abo da lassen, nicht vergessen. Ist kostenlos. Könnt ihr gerne machen. Und ja, los geht's. Gehen wir in die Partie rein. St. Pauli gegen. Wer ist der Verein? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich kann es nicht aussprechen. Also Kräuter Fürth ist das auch so. Ich dachte, Panther Jakob soll die heißen. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie man dieses Trainer auswählen kann, diese Hilfe. Da habe ich gar keinen Plan von. Also schreibt mal in die Kommentare, Freunde. Schön den Ball erobert. Nice. Jetzt Otto am Ball. Otto mit der Chance. Wäre fast das 1-0 gewesen. Nicht schlecht. Geht besser, aber trotzdem nicht schlecht. Was ein Fehler. Was ein Fehler, dass du 1-0 führst. Das ist auf Profi angestellt, Freunde, vergesst das nicht. Das ist nicht auf Anfänger. Die haben einfach einen bitteren Fehler gemacht. Nice, auf jeden Fall 1-0. Mein erster Sieg im Karrieremodus. Bisher habe ich die alten Spiele, die ich gespielt habe, verloren. Also bis auf das PSG gegen Marseille, das 7-0. Was auch auf Anfänger war. Ich meine, so auf Profi wäre das mein erster Sieg jetzt. Wow. Schön, nice in den Ball erobern.
Oh, dieses Trainer nervt, Alter. Wie kann man das ausmachen, Freunde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausmachen kann. Diese Hilfe. Das brauchen wir gar nicht. So, ab nach vorne jetzt. Eggestein. Eggestein. Ivre, oder wie der heißt. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Mit der Chance. So, mal schauen, wie es weitergeht. Komm, 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 komm. Oh, Freunde. Komm, ab nach vorne jetzt. Jetzt rollt er für mit der Chance. Das ist das 1 zu 1. Der Ausgleich. Nach dem bitteren Fehler beim 1 zu 0 kommt Greuther Fürth zurück und macht das 1 zu 1. So, weiter geht's. Komm. Oh Mann, was ein Fehler. Was ein Fehler, was ja, heftig bestraft werden kann. Aber er lässt mal einen Foul an Greuther Fürth. Achso, das war's mit der ersten Hälfte. Nun machen wir die zweite Hälfte. So, komm ab nach vorne. Oh. Kratzer mit dem Ball. Herrgott, da. So, komm jetzt ab nach vorne. Auf Eggestein, Eggestein, das hätte das 2-1 sein müssen. Was für eine Chance. Solche Chancen bekommen wir selten. So. Dozerk am Ball. Polulu, oder wie der heißt. Herrgott, das ist fast das 2 zu 1 gewesen. Aber nur fast, Freunde. Kurze Ecke, kurze Ecke. Oh, ein Torwart hat den Ball. Nice. So muss das sein. Und das ist das 2 zu 1 für Greuther Fürth. Ah, St. Pauli mit einem Fehlstart, wie es aussieht. So, komm. Herrgott, damit der Chance jetzt, aber Ballverlust.
Engelstein. Kräuter führt jetzt mit der Chance. Torwart hat den Ball. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Ultimate Team sehen wollt. Da habe ich eine deutsche Nationalmannschaft mit Timo Werner. Also ein Team um Timo Werner rum habe ich gebaut. So, komm, jetzt ab nach vorne. Otto, komm. Mach das 2-2. So, jetzt erstmal Eckball. Und oh, das war die Chance. Das war die Chance, Freunde. Und ja, würde ich sagen, war es mit der Partie. Greuther Fürth gegen St. Pauli. 2-1 Sieg für Greuther Fürth. Leider, muss man sagen. Drückt noch weiter. Also schreibt in die Kommentare, ob ich mir verpflichten soll für die nächste Folge. Vergesst es nicht, das ist ganz wichtig, Freunde. Wobei den anderen Karrieren auch nochmal vorbeischauen bei Olympique Marseille und Dynamo Dresden. Da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr da kaufen sollt. Dann würde ich sagen, haut rein. Ihr könnt mich auf jeden Fall kostenlos abonnieren. Lasst ein Like da, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.